Die Bundesregierung hat heute ein Gesetz für die Selbstbestimmung beschlossen. Das ist ein wichtiger Tag für alle transgeschlechtlichen und intergeschlechtlichen Menschen in Deutschland. Was haben wir beschlossen? Und warum heißt dieses Gesetz Selbstbestimmungsgesetz? Das Grundgesetz garantiert die freie Entfaltung der Persönlichkeit und den Schutz der Privatsphäre. Und wer ich bin, das weiß nur ich selbst. Und das gilt auch für die geschlechtliche Identität. Und darüber selbstbestimmt entscheiden zu können, das ist ein Menschenrecht. Und dieses Menschenrecht zu ermöglichen, das entspricht einem freiheitlichen Rechtsstaat. Bisher gilt in Deutschland das sogenannte Transsexuellengesetz seit 40 Jahren. Dieses Transsexuellengesetz hat diskriminierende Hürden und es hat auch bis 2011 sogar einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit beinhaltet. Deswegen ist dieses Gesetz mehrfach vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Das ändern wir jetzt heute mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Das Selbstbestimmungsgesetz erleichtert den Menschen jetzt, ihre geschlechtliche Identität zu erklären. Zukünftig wird es so sein, dass ein Gang zum Standesamt reicht, um eben den Geschlechtseintrag zu ändern oder den Vornamen zu ändern. Damit erleichtern wir es für die Menschen. Damit schaffen wir eine Situation, wie sie bereits existiert, in 15 anderen Ländern, zum Beispiel auch in Spanien und in Finnland, ohne dass es irgendwelche Hinweise auf Missbräuche in diesen Ländern gäbe. Und deswegen ist das heute ein guter Tag. Vor gut einem Jahr haben Marco Buschmann und ich gemeinsam die Eckpunkte für dieses Gesetz vorgestellt. Wir haben uns intensiv Zeit genommen, um entsprechende Befürchtungen Rechnung zu tragen und dieses Gesetz zu einem guten Gesetz zu machen. Und wir können, glaube ich, heute mit Fug und Recht sagen, das ist uns gelungen, das haben wir heute hier vorgelegt. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an Marco Buschmann und auch an Nancy Faeser, dass wir dieses Gesetz nun endlich auf den Weg bringen können. Dieses Gesetz ist ein wichtiger Beitrag für den Schutz von Minderheiten. Und dieses Gesetz ist ein Beitrag für gesellschaftlichen Fortschritt. Und dafür steht diese Bundesregierung. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Kollegin Braus, meine Damen und Herren. Heute ist ein guter Tag für den gesellschaftspolitischen Fortschritt in diesem Land. Wir haben ein Modernisierungspaket, das darf man, glaube ich, sagen, heute im Kabinett beschlossen. Wir bringen ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht auf den Weg. Wir bringen ein modernes Namensrecht auf den Weg. Und wir bringen das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg. Worum es da geht, hat Lisa Paus im Kern beschlossen. Es gibt einen Verfassungsauftrag, nämlich Menschen haben das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Dazu gehört auch die sexuelle Identität. Und wir wissen seit vielen Jahren, dass es Menschen gibt. Die Gruppe ist nicht groß, aber es gibt die Menschen, deren sexuelle Identität von ihrem biologischen Geschlecht abweicht. Und das ist keine Krankheit oder Abnormität, sondern es sind Menschen, die auch ein Recht haben, akzeptiert zu werden, angenommen zu werden. Und unser Staat hat sie in der Vergangenheit wie Kranke behandelt. Und das ist eben der Hauptkritikpunkt am transsexuellen Gesetz gewesen. Eine Kritik, die Verfassungsrang hatte. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz ja auch für verfassungswidrig erklärt. An diese Stelle tritt nun ein Gesetz, das die Menschen, bei denen die sexuelle Identität eben von ihrem biologischen Geschlecht abweicht, die Möglichkeit haben, im Verhältnis zum Staat ihre Identität zu leben, vom Staat so respektiert zu werden, wie sie sind. Und das ist eine gute Sache, denn wir haben natürlich dafür Sorge getragen, dass das nicht zulasten anderer Menschen geht. Die Vertragsfreiheit bleibt bestehen, das Hausrecht bleibt bestehen. Wir haben sogar Regeln bis hin zum Verteidigungsnotstand getroffen, sodass wir mit Fug und Recht sagen können, dieses Gesetz hilft vielen Menschen, ihre sexuelle Identität in einer offenen Gesellschaft leben zu können. Aber dieses Gesetz nimmt niemandem etwas weg. Und deshalb ist es ein gutes Gesetz.
Dieses Stückchen Offenheit und Toleranz gehört, glaube ich, zu unserer Gesellschaft und steht uns auch gut zu Gesicht. Es ist so, dass bis zu 14 Jahren die Eltern das entsprechend beantragen können, dass ab 14 Jahren die Kinder das beantragen können mit der Einwilligung der Eltern. Das ist die Situation und ab 18 ist es dann eben entsprechend als Volljähriger der Person selber benommen. Wir gehen ja davon aus, dass niemand so sehr sich ums Kindeswohl bemüht wie die eigenen Eltern. Und deshalb ist der Normalfall, von dem wir auch ausgehen dürfen, dass niemand so sehr sich darum bemüht, eine Entscheidung zum Wohle des Kindes zu treffen, wie die eigenen Eltern. Wenn der Fall eintreten sollte, den wir auch aus anderen Zusammenhängen kennen, dass die Rechte der Eltern missbraucht werden, dass sie nicht fürsorglich mit ihren Kindern umgehen, dann haben wir im Staat natürlich Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Das sind entweder die Jugendämter oder das ist auch das Familiengericht. Und die Altersgrenzen, über die wir hier sprechen, sind die üblichen Altersgrenzen, die für die allermeisten anderen Entscheidungen, die Eltern für oder mit ihren Kindern treffen, auch gelten. Ich will erst mal eins sagen. Es gibt immer wieder die Behauptung, mit diesem Gesetz werde das biologische Geschlecht abgeschafft und dergleichen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil.